So, ein wunderschön. Ja, nachdem wir nun bei dem hier keine Bäume gefunden haben, kommt nun eine etwas neuere Version. Quasi eine ältere, die neuer ist als die ganz alte. Wichtig als Wissen. Eigentlich hat diese Version schon andere Texturen. Heißt also, die Texturen, die wir jetzt sehen, die habe ich selber portiert auf diese Version. Normalerweise sehen die Texturen von der Version schon wirklich moderner aus. Aber weil ich diese Texturen so extrem mag, habe ich halt selber die Texturen wirklich von Version 0.13 in Version 0.23 umgeschäffelt. Und hier sehen wir, wir haben Bäume. Ja, ansonsten, wie gesagt, mit der Version habe ich aber halt auch schon ein bisschen gespielt, ne? Da habe ich mein eigenes kleines Zuhause, so richtig schon mit Ofen und Kiste und Workbench. Hier gibt es auch schon sowas. Gucken, ob wir was ultra nices noch irgendwie. Mir ist jetzt meine Blicke hier raushaut, aber ansonsten erstmal nur alles das, was auch in Version 0.13 gab. LOL! Geile Textur. Nice, gefällt mir. Ja! Okay. Wow. Wow, habe ich schon eine ganze Menge hier. Mal ein bisschen aufräumen hier. Ich weiß gar nicht, hatte ich hier schon Neta? Glaube nicht. Bis zum Neta bin ich hier noch nicht gekommen. Gut, auf jeden Fall, wie gesagt, das hier ist halt mein eigenes. Ich habe ein richtiges Beet gebaut und alles mögliche, aber damit werden wir uns jetzt natürlich nicht beschäftigen, sondern jetzt hier für diese Testaufnahme machen wir natürlich eine neue. Klar, ganz klar hier. Let's play. Erstellen. Und playen. Mit der Walachei, na klar. Wetten, wir haben wieder keine Bäume. So, erstmal gucken, was wir hier überhaupt haben. Wisst ihr was? Ich, solange wir sowieso gerade in der Walachei sind, Teleport. Das war, glaube ich, 29.000 mit einem Minus davor. Oh, wow. Ja. Das ist natürlich wieder typisch Ronny. Danke. Okay, wie es aussieht. Wow! Wie es aussieht, gibt es hier wohl keinen Neta. Oder das war die falsche Höhe. Ja. Sieht hier echt so. War das schon wieder so ein Gebäude oder ist es gleich aus einem anderen Blickwinkel? Ich wüsste echt gerne, ob es hier Neta gibt. Sandstein! Oh, hier sind. Stimmt ja, eben. Hier sind ja auch schon die neuen Abkürzungen. Bin ich mal gespannt. Okay, das hier sieht schon mal. Wow, hier. Oh, ach nee, ist auch schon wieder Sand. Ja, hier ist auch schon wieder Sand drauf. Oh, wow. Also ist das hier auch wieder defekt. Ja, ist auch wieder defekt. Na geil. Ach Gott. Ah, aber diesmal ist in die Kisten was drin. Nice. Begeben wir uns noch ein bisschen hier, damit wir gleich mal ein bisschen Startpotenzial hier haben. Wow, Rottenflash. Hm, die gesunde Art, sich zu ernähren. Oh Gott. Oh Gott. Vielleicht finden wir ja ein Herd. Ein Pferd meine ich doch. Geil, hier gibt es sogar schon Minen. Interessant. Wow, ein goldener Apfel. Hab ich gerade mal Apfel und Ei gekostet. Yay. Das ist nochmal ein Startpunkt hier. Nice. Ja, ich werde mich hier natürlich komplett erstmal durchschieben. Ne? Kennt man ja nicht anders. Ist ja bloß erstmal hier so angespielt quasi. Was sowieso meine Frage ist. Meine Frage ist... Alter! Wow!
Normalerweise suche ich immer ewig und wenn ich hier so ein angespielt mache, dann werde ich natürlich überglückt, ne? Ist ja hier. Wow. Ich sag ja, Vorzeige, Vorzeige, ist ja. Ah ja, klar. Und wenn. Ich wollte nämlich gerade sagen, wenn ihr wollt, kann ich hier nämlich auch mal ein Let's Play zu machen mit ein paar Folgen. Und wenn ich so ein Let's Play anfange, dann bekomme ich gar nichts, ne? Scheiße. So Betrug ist das doch. Scheiße hier. Hä? So, die ist direkt noch eins. Wir kamen aus der Richtung, oder? Oder kamen wir aus der Richtung? Jetzt muss ich mal kurz schauen. Ich sind echt zwei. Boah, Alter. Ey, der Mapchen, der hat ja. Boah. Mindestens haben wir dafür hier ein Loch. Hier sieht man nämlich mal, wie es eigentlich aussehen sollte. Witzig ist nur, wir können da gar nicht reingucken, weil wir nämlich keine Fackeln haben. Doch, wir haben Fackeln. Schaffe ich das Ding zu erwischen, ohne einen Knopf zu drücken? Hm. Jawohl! Geil! Nice! Das gefällt mir richtig, Alter. Wow! Man muss halt nur wissen, wie es geht. Dann lag das vorhin wirklich daran, dass wir da, dass da Sachen raufgefallen sind, die wir abgebaut haben. Ist ja interessant. Boah, Alter. Das muss der Glückstag sein. Gut, also. Eins ist klar, wenn wir Let's Play anfangen, dann mit dem Stand hier. Das gefällt mir gerade. Jetzt brauchen wir nur was, um es wieder auszubauen. Wisst ihr was? Nee, komm, ich mach das hier mal. Ich baue mir hier mal alles ab. Unter anderem auch die Dinger hier erstmal. Und vor allen Dingen unter TNT. Kann nicht schaden. Und jetzt aus Versehen auslösen, ne? Dann hat man hier verkackt. Das ist mal Feierabend. Das ist ein Feierabend hier. Können wir das überhaupt abbauen? Jawohl. Oh. Oh nein! Der Map schon wieder. Hä? Hä? Wow. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Oh oh, Spiel AD. Oh Scheiße. Oh fuck. Ich muss wieder weg. Oh Gott. Guckt euch das an. Oh, okay, er ist fertig. Hier ist gerade alles abgefallen, weil alles als Sand definiert ist. Oh, wow. Ist das scheiße. Ist das kacke. Ist das geil. Oh Mann, ey. Hat erstmal komplett die CPU zerlegt. War ja klar. Man weiß ja, wie das läuft. Gut. Nein! Ach komm, ich leck mich am Arsch hier. Oh, Feierabend. Oh, ich folge euch. Geht so schneller. So, habe ich jetzt. Wow, habe ich jetzt alle bekommen? Ach, lieb. Egal, muss erstmal reichen. So, das war jetzt eins von den beiden. Und da hinten war jetzt noch. Ja, genau, da ist es gleich. Nee, da oben. So, mal gucken, ob bei dem wieder haufenweise Scheiße drin ist. Weil der ist ja wieder oberirdisch. Kann also sein, dass der wieder komplett befüllt ist mit irgendwelchen Randdummheiten. Ja, der ist hier. Oh Gott. Und das heißt, wir müssen hier. Ja, nee, es geht nicht. Dann müssen wir wieder abbauen und genau das geht ja nicht. Also den hier. Ja doch, siehst du, das ist der, den wir hier. Genau, das ist der in Strandrichtung. Das ist der, den wir auch so gesehen hatten. Ja gut, da würde ich mal sorgen. Von wo kam jetzt eigentlich? Ah gut, wir suchen erstmal hier eine ordentliche Bleibe. Da hinten ist. Alter, wie viele sind denn hier?
Ich dachte, die Dinger sind selten. Die sind da hier, ich weiß nicht. Das ist ja. Wie Sand in der Wüste. Verstehst du, weil es Wüste und da ist Sand drin und so. Verstehst du das? Und wow, oh, wieder eingegraben. Oh, ist das Bullshit hier. Das ist hässlich. Naja, was soll's. Plündern wir erstmal hier. Was mache ich eigentlich gerade? Jetzt cheat ich ja doch die ganze Zeit nur rum. Oh Gott. Oh Gott, das wird eine Folge. Hier gibt's schon fucking Spawner? Gibt's auch Tiere? Okay, hier ist kein Symbol drin, ne? Was spawnt denn hier? Achso, wir haben kein Schwert. Ah, wir haben kein Schwert. Und wir sind fast tot. Fuck. Apfel. Nee. Hier ist ja auch schon wieder so ein Gebäude. Halleluja. Aber auch schon wieder zu go. Ey, das ist so dumm einfach. Naja, ist halt noch eine ältere Version. Da darf alles ein bisschen buggy sein, ne? Wisst ihr was, ganz ehrlich, wenn wir hier schon mal hier unten sind auf der Höhe, dann können wir uns es doch auch gut gehen lassen und einfach mal drücken. Oh, hat schon große Explosion. Da fliegen die Dinger. Haltet sie auf. Oh, schade, weg. Haltet sie auf, wir haben ja besser am Rücken. Okay, wo war der Monster-Spawner? Da oben war der Monster-Spawner, ne? Da war der Monster-Spawner, ja genau. Gut, wir brauchen also erstmal Holz. Wir haben eine Grünfläche gefunden. Geil. Vielleicht kriegen wir ja doch Holz. Komm, jetzt ehrlich hier. Hä, kriegt man da gar nichts? Da kriegt man gar nichts. Boah, alter Leute, was ist denn hier, also so wird das mit dem Let's Play auf jeden Fall nichts, wenn hier auch keine Bäume sind. Verstehe ich nicht. Oh Gott. Ah gut, dann gehen wir mal ein bisschen auf Erkundungstour hier. Fuck! Hab alles verloren. Egal. So, gucken wir mal hier ein bisschen rum. Wow, was mache ich denn da? Das muss natürlich davor. Und dann bist noch nur eins davor. Auch nur Wüste, Walachei. Yay! Nice! Tut sogar weh. Das kribbelt. Ach, auch schon wieder Wüste. Okay. Es kann doch nicht sein, dass hier überall nur Wüste oder Graslandschaft ist. Aber habe ich hier was die Seeds angeht, überhaupt geglückt oder was? Oh Gott. Das kann ich sein. Bei dem hier, da habe ich richtig schön alles. Da habe ich. Guckt euch das mal an. Guckt euch das einfach mal an hier. Ich habe hier einfach alles. Da, hier. Hier habe ich Dschungel. Hier vorne habe ich normale Bäume. Hier ist ein Blitz eingeschlagen. Nice. Weg ist er. Ja. Grünlandschaft, Blumen, alles. Dann sind normale Bäume. Genauso muss das sein. Ich darf nur, ich muss nur aufpassen, dass ich hier nicht sterbe, weil das hier ist halt mein eigenes, mein richtiger Star Let's Play, also halt zum Spielen richtig. Und wo ist mein Kompass? Da ist der Kompass. Der zeigt nämlich wieder nach Hause. Ja, so muss das hier aussehen. Aber irgendwie jetzt hier. Gerade dann, wenn ich euch die Schönheit zeigen möchte, dann kommt gar nichts. Da kriege ich keine Bäume. Das gibt's doch gar nicht. Klappe. Sogar Melon gibt's hier. Leck mich am Arsch. Ah, hier. Hier kommt jetzt Wald und so weiter und so fort. Ja, richtig schön, richtig so wie es sein muss.
Ach Gott, Leute, ihr macht mal, ihr schafft mal schon. Renne mit der. Mal gucken, ob ich hier was zu essen habe. Keine Äpfel? Na komm, esst was Melonen. Halten gesund. Und tun gut. Ah, weg langsam. Okay. Ja. Gut, dann löschen wir die mal nochmal. Entfernen. Und legen wir eine neue an. Let's play. Seed lassen wir frei. Haben wir jetzt mit, ja, haben mit Version 7 erstellt. Ich guck mal ganz kurz, bitte hier nicht, bitte nicht aufregen. Cut, Home, Knoppix, My Test, World. Jetzt war die Frage, wie hieß die Kacke? 2, 2, da, irgendwas mit 2, 3, genau. Mein Klon. Strich 0.2. Das klappt nicht, warum klappt das denn nicht? Ach, mein Klon 2. Und jetzt Strich 0.23. 3. Und jetzt World MD. So, was haben wir denn hier drinne? Mal technisch. SQLite. Hä? Ach, falsche Datei. Environment muss ich natürlich gucken. Das ist der. Okay, ich bin raus. Wo stand denn das nochmal drinne? Bin ich jetzt hier falsch? Ach, Quatsch, nicht Environment. Environment ist doch hier Serverdaten. Das hier suche ich. Map. Doch, Alter. Ist schon wieder. Da, das ist das, was ich brauche. Ah, okay, habe ich auch mit Map 7 gemacht. Mit Map 6. Gut, naja, dann probieren wir das Ganze also mal mit dem Map 6 Generator aus. Vielleicht habe ich da Bäume. Ist sehr interessant. Wir probieren es trotzdem erstmal nochmal. Ich starte jetzt einfach mal nochmal. Vielleicht finden wir jetzt Bäume. Das wäre natürlich wunderschön. Wunderschön. Dass das nicht funktioniert, ey, verstehe ich nicht. Wow, sieht aber ganz schön zerklüft hier aus. Das bin ich mir von dem Maximal wirklich gewohnt. Ah, hier auch wieder Wüste. Achso, Teleport. Mein History wurde ja geleert, als ich das Spiel beendet habe. Na komm, mach hin. Natürlich schon wieder nur Wasser. Ah. Ah, auch wieder nur Gras. Also irgendwie kommen hier nur die gleichen Landschaften immer wieder vor. Das scheint wohl irgendwie mit dem Map 5 und dem Map 7 wohl doch nicht so gut zu funktionieren. Naja, oh, also klassisch entfernen. Dann machen wir es halt. Let's play. Mit dem Map. Mit dem V6 Map Generator. Ach Gott, hier. Spielhorst. Gut. Ich habe wenigstens Bäume und sowas. Das klar, das sieht doch schon gleich viel besser aus. Ach Gott, ich das liebe. Ja, dann würde ich mal sagen. Das ist schon etwas weiter fortgeschritten. Ich weiß auch aber gerade nicht, wie es hier aussieht mit Laufzeitstabilität. Wie gesagt, meine aktuelle Map läuft relativ stabil. Ich hatte das zwar auch ein paar Aussätze, aber jetzt nicht so häufig. Allerdings bin ich auch nicht gar nicht so häufig rumgerannt, sondern war halt die meiste Zeit auf einem Fleck. Oh, da hat er jetzt sogar Pumpkin. Oh Gott, ach, das liebe. Und es gibt hier endlich Tiere. Das finde ich geil. Wie gesagt, endlich mal Tiere. Gab es ja mit der Version 0.1.3 ja auch schon. Allerdings ist die immer instant abgestürzt, sobald man mal ein bisschen rumgelaufen ist.
Da ist die hier etwas, ich sag jetzt mal, abgehärteter. Ich weiß halt nur nicht, wie abgehärtet. Genau. Von daher rennen wir einfach mal wieder ein bisschen rum hier. So, mal gucken, ob wir noch ein paar schöne Strukturen finden. Oh, Schnee. Was ist denn hier los? Hier so Steine im Haufen. Lol, okay. Interessant. Die Struktur sieht witzig aus. Na gut. Lassen wir doch mal. Oh, wichtige Bäume. Oh, geil. Oh, Bäume. Wow. Wow. Nur nicht so viel Leben verlieren, ansonsten bekommt ihr zu schnell Hunger. Also siehst du, wir hätten uns bei der Graslandschaft gleich mal hier ein paar Samen holen können. Samen, sind hier irgendwo Samen? Gibt's hier Gras? Ja, hier gibt's Gras. Da. Okay, war eine Pleite, das war auch eine Pleite. Schade eigentlich. Jawoll! Sieht doch mal gut aus hier. Oh, kommen wir wieder in die Baumregion, hier ist ein bisschen mehr Gras. Dachte gerade schon, die Version galt auch noch so extrem. Bei der Version 013, da haben wir ja kaum Samen bekommen, das war ja Träumchen. Albträumchen. Ah gut, also wir haben jetzt hier 8 abgebaut und gerade mal 2 Samen bekommen, das geht tatsächlich noch. Wenn wir jetzt aber noch länger keinen Samen bekommen, dann ist das hier auch schon wieder ganz schön heftig. Ja, da sind wir wieder Artefakten von dem Map Gen 6. Diese riesigen offenen Höhlen. Finde ich persönlich echt geil, macht sich aber so, wenn man so Realität, also naja, es sieht halt nicht realistisch aus, ne? Ich meine, es sieht sowas natürlich auch im Echten, klar, keine Frage, das sieht dann aber nicht so glatt oben abgeschnitten aus. Das würde dann oben wesentlich gekrümmter sein, praktisch. Das sieht halt wirklich einfach nur so aus wie Eis! Oh, wow. Nein! Oh wow, dachte gerade schon. Ja, Dschungel! Ja, hab Dschungel gefunden. So, jetzt können wir gleich mal probieren. Ob hier meine Vermutung richtig war. Okay, hier gibt's was fern. Flugzeug im Gras. Natürlich auch nicht. Hä? Wir hätten doch schon längst Hunger. Also zumindest langsam hier Hunger bekommen müssen. So viel wie ich hier rumrenne. Hält er echt lange vor hier. So eine Magenration, ne? Ich bin ein richtiger Athlet hier. Wir haben gerade mal 3 Samen. Oh Gott, ey. Also hier sieht es ein bisschen sehr knapp aus. Vor allem das Gras ist halt hier so extrem selten. Bei der aktuellen Version von MyTest, das ist ja glaube ich auch nicht viel mehr, was man bekommt. Aber dafür kommt halt der Rasen an sich halt häufiger vor. Gut. Meine Idee ist, wir suchen uns einen Unterschlupf. Wir haben jetzt ein bisschen mal Wüste gefunden, das geht tatsächlich. Komme ich da rauf? Mal gucken da hinten. Ja, das sieht gut aus, tatsächlich. Wow. Ne, hier kommen wir auch nicht rauf. Ein Schaf! Wie kommen wir da oben rauf? Ich will da oben gerne rauf. Gut, wisst ihr was? Hier, wir machen ganz klassisch. Aua, das hat gerade weh. Hier sind wir falsch.
Hier sitzt er richtig. Danke. 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 Ach, danke. Wow. So, mal gucken, wo wir hier hinkommen. Mit viel Glück finden wir jetzt sogar schon wieder so ein Gebäude. Nee, finden wir nicht, aber wir finden vielleicht so viel Gras. Jawohl! Okay, siehst du, das ist doch schon... Boah, das sieht doch wirklich besser aus. Jawohl. Ja, das sieht mir schon besser aus. Okay, hier bleiben wir. Wow. Ich dachte gerade, ich habe hier einen überlaufen. Na gut. Gut, wir haben hier ein bisschen Samen, haben hier auch Wasser in der Nähe. Dann haben wir zumindest mal Otto gut niederlassen können. Oh Gott, na, hier sieht es schon wieder ganz schön zerklüfft aus. Aha, hier sieht es auch besser aus. Jawohl. Wow. Gut, dann werden wir uns direkt hier an der Stelle mal am besten niederlassen. Und wenn ich das jetzt gleich weitermache, dann werden wir uns heute dann von hier aus. Also wenn wir praktisch denn uns niederlassen. Na, in dem Sinne will ich mal sagen, habt ihr so einen leichten Einblick bekommen in die älteren Versionen von Mindclone 2, in deren Vorläufer Mindclone und in deren Vorläufer Minitest. Das soweit zu meiner kleinen Exkursion. Und dann wird ab nächste Woche regulär mit Mindtest weitergehen. Danach dann wieder definitiv Mindclone 2, die aktuelle Version. Wobei sich da der Server, wie gesagt, den Server haben wir jetzt neu aufgesetzt, also komplett die Map zurückgesetzt quasi. Dementsprechend ist natürlich auch unser Fortschritt bei unserem Gebäude praktisch weg. Also wir werden da nochmal komplett neu beginnen. Und dann werden wir, wie gesagt, irgendwann mal denn mal hier mit der Version auch ein bisschen anfangen zu spielen. Wie gesagt, nur so ganz kleines Mini-Let's Play, vielleicht mal 4 Folgen oder sowas mal richtig rein und dann aber hier richtig schön Gebäude bauen mit der Version. Damit man mal sieht, wie das Ganze so vor einer Weile her war. Vor allem, wie gesagt, ich mag halt dieses Texturpack. Es sieht schon richtig arschscheiße geil aus. Und was ich jetzt auch gesehen habe, also hier erstmal wieder raus. Mir fällt gerade ein, ich brauche Scheiße. Na gut, kann ich ja migrieren. Okay, also alles gut, alles gut. Was ich gesehen habe, was ich definitiv jetzt machen werde, ist das hier. Die klassischen Mindtest-Texturen für Mindclone. Da nutzt also praktisch Mindtest mit dem Mind. Clone Subgame und das Mindclone Subgame nutzt wiederum die Original Mindtest Texturen. Die Idee finde ich relativ cool. Ja, damit werde ich mich jetzt beschäftigen. In dem Sinne, schau mit V.